Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Das ist State of Decay 2. Und wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir müssen eine neue Mission müssen wir machen vorher. Auswählen. Schauen wir mal. Was haben wir da? Da haben wir was. Kümmere dich um die Zombie-Bedrohung. Okay. Das Büro. Ah, warte, wir schauen noch was. Aber ich glaube, das geht nicht. Schauen wir mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Vielleicht, wenn ich die andere Taste drücke. Nein, da komme ich gleich zur Karte. Ah, da eventuell. Ich glaube nämlich, dass ich habe nicht nachgeschaut, aber es gibt kein Englisch. Deutsch. Sprache gibt's nicht. Deswegen müssen wir es in Englisch spielen. So. Habe ich jetzt die Mission ausgewählt? Ich weiß gar nicht. Nein, habe ich nicht. So, 187 Meter, okay. Es ist dunkel, wir sollten vielleicht nicht so schnell laufen. Okay, es rennen anscheinend noch Zombies herum. Müssen wir vorsichtiger sein, weil es Nacht ist. Aber ich glaube, das war eh der Einzige. Wir müssen bald einmal was zum Fahren finden. Ein neuer Infektionsherd wurde entdeckt und wird auf der Karte angezeigt. Na, das ist eh da, wo ich hin muss nun. Also, ach, schau, da drüben geht einer. Da sind schon zwei, drei drin. Yo, it's worse than we thought. I'm looking at an infestation here. It's a bad idea to just leave him there. Can you handle it? I guess I'm here anyway. Might as well. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Dort steht einer. Vielleicht treffe ich ihn von da oben nämlich. Tja. Gute Aussicht. Wo ist er? Dort irgendwo. Wie schaut's da aus? Stehen da viele Zombies? Nein. Da unten ist einer. Zwei. Drei.
4. 5. Okay, es werden immer mehr. Hey, this will make a great outpost. Okay. Wir machen das dann zum Außenposten, scheiße. Wer hat's gehört? Er hat's gehört. Okay, sonst hat's niemand gehört, wie es ausschaut. Gehen wir vorsichtig weitermachen. So, sollen wir den auch noch kalt machen? Ich weiß nicht, gescheiter wäre es wahrscheinlich, ha? So. Gehen wir wieder zurück. Ich glaube nämlich, da haben wir noch einen irgendwo. Ja, da vorne. Oh, der ist schon weit gegangen. Passt, gehen wir weiter. Schauen wir aufs Dach rauf. Ja, das scheinen schon so 2-3 zum sein. Schauen wir mal ums Eck. Er zielt genau in die Wand rein, verdammt. Nein, du bist ein Vollidiot, Alter. Meine Fresse. I'm sure we'll find a ton of stuff in here worth bringing back.
Okay, passt, da haben wir so ein Lock. Ah, scheiße, wir sind voll. Scheiße, wir sind schon wieder voll. Ach Gott. Gedenkaschenbecher. Toolkit. Ah, ich hab, kann ein Fahrzeug reparieren, okay. Was mache ich, was mache ich? Wir lassen das da, weil... Müssen wir nachher machen. Scheiße. Oh, Packsack Munitionsressource. Kann ich nehmen. Ah, cool, kann ich nehmen. Passt. Aber jetzt bin ich. Jetzt kann ich nichts mehr nehmen. Was ist das? Oh, den könnte ich brauchen. Ich weiß mal die Schrauben weg. Anlagenmod. Scheiße. Naja. Blöd. Ja, dann muss ich den Hammer weghauen. Nein, ich lasse das so, wie es ist. Ich lasse das so, wie es ist und wir versuchen die jetzt Meier zu machen und dann machen wir da einen Außenposten. Vielleicht geht's dann. Ne? Vielleicht auf dem LKW oben, ne? Habe ich vielleicht eine super Aussicht. Falls ich raufkomme. Achso, das sind Puppen oder sowas. Ach Gott, bist du ein Sepp. So, da haben wir die zwei Planen-Zombies. That could have gotten a lot worse. Zwei sind's noch, gell? So irre. Time to reload. Oh, scheiße. Na komm. Komm wieder zurück da. Ah, der geht jetzt auf der anderen Seite von den Fliesen, okay. Kommt er raus? Natürlich nicht. Ah, da. Daneben! Infektionsherde sind gefährlich und können sich ausweiten, wenn du dich nicht um sie kümmerst. Habe ich bereits. Kreisschauzeug, die anderen Zombies anlocken und Infektionsherde zu sauber. Und das schreiben sie mir, nachdem ich alle umgebracht habe. Das ist ja ganz nett. So, jetzt schauen wir uns da mal um. Also ich kann ja noch immer nichts mitnehmen. Ach, fuck. Außenposten beanspruchen, ja voll. Lebensmittelvorrat. Außenposten beanspruchen. Bestätigen. I just finished. If we're thinking about long-term survival, we need friends. Let's get on the radio and see who else lives around here. Ah, jetzt habe ich alles auch da, passt. So,
Da gehen wir mal da die Ersatzteile gehen wir rein. Den Gedenkaschenbecher gehen wir auch rein. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Das Fahrzeug reparieren nutzen wir noch wahrscheinlich. Und das ist ein tragbarer Generator. Solange wir Benzin haben, haben wir Strom. Installiere diesen Mod und füge Benzin zu, um eine einzelne Anlage mit Strom zu versorgen. Okay, das lassen wir auch derweil im Kistel. Und den Sack mit die Sachen, den muss ich ins Lager zurückbringen, oder was? Wahrscheinlich, gell? Aber jetzt können wir uns mal umschauen, was da alles gibt. Was ist das? Kiste mit Samen. Ah, auch schön. Oh, noch so ein Pack. Scheiße. Scheiße, ich muss diesen Rucksack loswerden. Den kann ich da aber nirgends ablegen, ha? Wie es ausschaut. Schauen wir nochmal zurück in das Haus, vielleicht geht's ja dort. Ja, na, Alter. That was graceful. Ort nicht sicher. Okay. Hey, all clear. Jetzt Ort sicher, okay. Ach, zu wenig. Ja, müssen wir zurück zur Basis das abliefern. Sonst können wir nichts mehr einstecken. Kann ich da vielleicht das Fahrzeug reparieren? Nein, das kann ich nur durchsuchen, gell? Cool. Ich kann sie nicht eröffnen, oder? It's locked. Gotta be quieter. Okay. Da kriegen wir einen Benzinvorrat, wenn wir das als Außenposten beanspruchen, so wie ich das verstanden habe. Gut, dann gehen wir wieder zurück und liefern das ab und gehen dann wieder her. Ich brauche unbedingt ein Fahrzeug, echt jetzt. Oh. So. Basis, wo ist die Basis? Ich sollte mich heilen. So much for those. Das war aber nicht sehr viel Energie, was ich jetzt gekriegt habe, gell? Ich glaube, dort ist die Basis.
Yep, da ist die Basis. Oh. I can't carry that much. Oh, bin schon wieder voll. Aber es macht nichts, da unten ist dann eher eine Truhe. Das öffne Karte um neue Mission geht mal ein bisschen am Arsch, aber okay. Oh, Ausdauer ist zu niedrig. Ah je, der hat überhaupt... Aha, ich muss schlafen. Scheiße, ich muss wo schlafen. Verdammt. Oh yeah, I like that. Bäckerjacke. Okay. Okay. Auf dem Gemeinschaftsbildschirm. Das wahrscheinlich, gell? Oh, er ist schon voll geschlacht. Okay, er muss zurück in die Basis, wir müssen mit wem anderen dahergehen. Er ist die ganze Nacht schon unterwegs. Jetzt bringen wir das noch in die Basis und dann gehen wir mit wem anderen los. Wo ist denn die Basis? Hey, da oben, gell? Er fällt dort. Er halluziniert schon, hab's gesehen. You really don't want to see what'll happen if we don't find more meds. So, Benzin haben wir deponiert.
benutzen wir mal die Krankenstation. So, geht's ihm jetzt wieder besser? Nein, er muss schlafen. Er muss schlafen, aber wo? Vielleicht kann ich einen Schlafplatz bauen. Nein, nicht darauf. Betten ansehen, na bitte. Aktionen, lass jemand anders über den Charakter wechseln. So, der soll sich hinlegen und wir nehmen uns den, was wir gerade ausgesucht haben. Na, wir haben da. Ängstlich, na toll. So. Wir sind voll. Aber nicht mit ihm, ne? Was hat er denn? Okay, NX. Eine Schusswaffe hat er. Machete hat er. Den Schraubenzieher kann man da lassen. Die Notizblätter können wir auch da lassen. So. Gut, das lassen wir da, das lassen wir da, das lassen wir da, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Kleiner Rucksack, okay. Passt. Gehen wir wieder dorthin, wo wir vorhin waren, nur halt mit ihm. Ne? Passt. Lauter fette Zombies rennen da herum. Das kann so nicht sein. So, was ist da jetzt? Kann ich da jetzt einen Außenposten machen? Noch immer nicht. Da habe ich das Reparaturkit doch hingehauen, ne? Mit dem Soldaten. Oder habe ich ihm das gehalten? Ich glaube, nein, das habe ich mal gehalten. Aber mit ihm können wir jetzt. Ist das ein Werkzeugbank? Was haben wir? Kiste mit Samen. Teil eines Schaltkreises, okay. Passt, dann haben wir den Packsack. Und... was ist das?
Noch eine Kiste mit Samen, sehr gut, dann braucht es nicht extra Platz. Und Krug mit Ethanol, sehr gut. Medizin haben wir jetzt nicht wirklich gefunden, aber das waren schon mal gute Sachen. Denke ich, ich weiß es ja nicht, nur ich habe sie noch nie gespielt. Ah ja, und da muss ich wahrscheinlich Benzin abzapfen. Could be worse. Ja, die wollen, dass ich da einen Außenposten mache, aber da brauche ich erst mehr Punkte, ne? Benzinsammlung, 3 von 4. Container durchsucht, 3 von 4. Ein Container fehlt noch. Ich verstehe. Was haben wir? Oh, noch ein Packsack. Was ist das? Lebensmittel. Okay, dann müssen wir rauf und wieder runter. Und die können wir auch nicht mehr nehmen, okay. Na dann, wieder in die Basis. Wir brauchen unbedingt ein Fahrzeug. Obwohl, nein. Ja, oh ja, wegen einem Packsack. Den Sackpack. Starting to fade. Passt, Lebensmittel haben wir mal. Achso, von den anderen Sachen muss ich auch was hergeben, gell? So, den lassen wir auch da. Geht nicht, okay. Den repariere ich mal. Dann haben wir was zum Fahren. Und in das Auto können wir sicher auch Sachen reintun. Wo ist denn das da? Das da, oder? Das ist der Aschenbecher, Schaltkreise, Ersatzteil. Nein. Da unten. Check the trunk for a toolkit. I might as well unload some of this shit now. Exactly factory new, but it'll get the job done.
Toolkit nötig. Okay. Okay, I'm gassing up the SUV now. Gotta scavenge more fuel if we want to keep it that way. I should go out for a quick drive, just to make sure the repair job worked. Ich brauche aber ein Toolkit, verdammt. Achso, dann das war das, mit dem ich es repariert habe. Ne? Das ist nur gestanden, weil ich schon fertig war. Stimmt's? Kann das sein? Mal schauen. Wurfsprengstoff. Wurflockvogel. Gesundheit wiederherstellen. Fahrzeug reparieren. Mit diesem Set können wir ein schwer beschädigtes Fahrzeug. Du musst nur an die Vorderseite gehen und damit interagieren. Okay. Schmerzmittel. Ja, auch nicht schlecht. Warte, ich sehe gerade, das können wir da wieder hergeben. So. Und die Ersatzteile können wir auch da rein tun. So. Kiste mit Samen wird zum Aufwerten von Gärten. Herstellungsgegenstand wird zur Herstellung von Gegenständen, zur Reparatur von Waffen. Nein, das war schon das. So, jetzt gehen wir das noch daher. Und jetzt fahren wir runter. Ist ja viel besser. Okay, it's working fine. That's a relief. I'd hate to be stuck walking. Kannst du Fahrzeuge auftreten? Nähere dich dem Heck eines Fahrzeugs, um Sachen im Inventar zu lagern. Wenn du in deiner Basis geparkt hast, kannst du Gegenstände direkt in dein Schließfach transferieren. Super, cool. So. Driving is faster, safer, and lets me bring back a hell of a lot more supplies. Kann man doch irgendwie die Sicht ändern? Steigen wir lieber auf. So, wer will noch? Da kommt noch einer. Wollten alle mein Auto kaputt machen, weil ich kurz auf der Hupe angekommen bin. Solche Penner. So. Mal schauen, was wir da oben finden. Da lebt niemand mehr anscheinend. Okay, dann gehen wir wieder runter.
Nehmen wir mit, was wir mitnehmen können. Warte, das tun wir jetzt da rein ins Auto. Oh je, ich habe einen Hund gehört. Ich hoffe, das war nur so ein Streunender im Wald. So, da habe ich alles mit. Krug mit Ethanol, noch mehr. Okay. Cool. Hi. Hi. Na, ich hab's gewusst. Lebensmittel passt. Schmerzmittel passt. Coast looks clear. There ain't nothing else here. Outfit, Lagen-T-Shirt. Okay. Jetzt können wir Lebensmittelvorrat, Charakterwechsel im Außenposten, Schließfach im Außenposten, Schutzzone um den Außenposten. Okay. Outpost prepped and ready. Das war anscheinend der falsche. There's more out there. Just gotta keep looking. War klar. Okay. Das heißt, wir müssen noch einmal Punkte machen. Das heißt, wir machen noch eine Mission. Am gescheitesten. Ne? Bringen wir das zuerst zurück in die Basis. Ah, na, Mission geht sich nicht mehr aus. Die machen wir das nächste Mal. So, ich kann das gleich aufbrechen, deponieren, oder? Passt. Super. So, das nächste Mal machen wir die nächste Mission. Dann tun wir den Außenposten erobern, den habe ich den falschen genommen.
Otto Hammer. Was da draußen ist ein Zombie. Den mache ich jetzt noch kaputt. Seh dich. Ich sehe dich, ich schleiche mich an dich und dein Gesicht oder auch nicht. Bleibst du liegen? So. Passt. Das war's. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.